Leute, wir sind zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Im letzten Part haben wir die schwierigste Ballonjagd gemacht und ich bin fast durchgedreht. Wir haben sie aber geschafft und jetzt werden wir uns tatsächlich dem widmen, was ich eigentlich im letzten Part machen wollte, nämlich Darkrai und solche Geschichten holen. Darkrai erscheint nur nachts, soweit wissen wir Bescheid. Und jetzt werden wir da hingehen und gucken, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt, endlich nicht mehr ausrasten, sondern ein bisschen Story weitermachen. Story in Anführungsstrichen. Ja, dann gucken wir mal. Karte, Kletterklippe, die ist hier hinten, ne? Das heißt, das ist der nächste Ort. Dann auf dahin. Let's go! Okay, Darkrai ist am Start, Alter. So, ich habe in Erinnerung, dass das gar nicht mal so einfach ist, Darkrai zu bekommen. So, wo taucht es als nächstes auf? Da schon wieder. So, wo ist es? Da hinten. Oh nein! Oh nein! Wach auf! Das ist so typisch, ne? So, wo erscheint es? Hinter dir! Nice! Unglaublich. Jetzt können wir alle wieder ruhig schlafen. Genau, jetzt wird niemand mehr seinen Albträumen anheimfallen. Dann mache ich mich mal auf den Heimweg. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Leb wohl. Gut, das war die Darkrai-Quest. Dann können wir hier jetzt wieder gehen. Wir brauchen im Kraterberg Hochland nichts mehr. Einmal hier hin. Die Darkrai-Quest ging schneller, als ich gedacht habe. Den haben wir halt relativ schnell wegrasiert. Nice. Ins Dorf zurückkehren. Wir müssen nämlich jetzt dahin, wo ich im letzten Part eigentlich am Anfang hingegangen bin. Da haben wir noch zwei Quests, über die wir machen müssen. Einmal die vom See und einmal die andere Quest. Wenn wir Perla besiegt haben, könnt ihr euch denken, was die andere Quest ist. So, jetzt müssen wir gucken. Wir können einiges verkaufen. Sonst noch irgendwas? Nein. Gut. Dann können wir noch ein bisschen was kaufen. Hyperbälle einfach 590, ne? Ich würde einfach sagen, kaufen wir nochmal 100 Hyperbälle. 101 Hyperball. Das reicht dann erstmal. Dann noch mindestens 20 Top-Beleber. Hätte ich gerne noch. 20 Top-Tränke. Und 20 Top-Genesungen. So, perfekt. Dann können wir nochmal hier rein.
Wir können ja noch ein bisschen unsere Taschen aufwerten. Auch wenn wir es wahrscheinlich im Let's Play nicht mehr brauchen werden, machen wir das trotzdem. Ja. Dann gib uns noch mal ein paar Taschen-Upgrades, Alter. So, mehr können wir, glaube ich, auch nicht. Das nächste Upgrade würde uns 50.000 oder 60.000 kosten. Und das wollen wir nicht. Mal gucken. 50.000, ja. So, den Restgeld behalten wir dann erstmal. Das sind wieder ein paar Taschen-Upgrades. Jetzt will ich aber gar nicht lange fackeln. Wir gehen sie jetzt sofort los. Die Darkrai-Quest und die Shaman-Quest sind damit abgeschlossen, die Extra-Quests. So, jetzt haben wir aber erstmal noch... Alter, Nelly ist Level 75. Easy. Der ist komplett wirkungslos erstmal. Ablegen, 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 ablegen. So, wir sind jetzt gut ausgestattet. Los geht's. Dann hierhin. Ödnisbasis. So, ich glaube, wir müssen hier hin und dann in diese Richtung. Nein, in diese Richtung. Ja, fast. Da lang müssen wir. Da steht er auch schon. So, reden wir mit ihm. Wenn das nicht Trainer ist... Du kommst genau richtig, ich habe nämlich einen Schatz gefunden. Na, habe ich dich neugierig gemacht? Wenn du willst, erzähle ich dir, worum es geht. Ich bin neugierig. Das ist mal wieder typisch Forschungstrupp. Neugierige Köpfe bringen die Wissenschaft voran, das sagt der liebe Professor auch immer. Aber der Schatz ist zu wertvoll, um dir einfach so davon zu erzählen. Zeig mir, wie es um dein Köpfchen steht. Ganz einfach gesagt, kämpfe gegen mich. Gern doch. Das höre ich gern. Dann wollen wir doch mal sehen, was du so drauf hast. Mir ist klar, dass du stark bist, aber ich fordere dich trotzdem heraus. Für die Zukunft des Diamant-Clans. Okay, jetzt wird's spannend. Gegen Fulipurba können wir schon mal gar nichts machen. Okay, hier sind wir mit Leon Knack vollkommen an der falschen Adresse. Erstmal Raumschlag, wir vernichten dieses Nachtara. Wow, oh, ich hab vergessen. Ich hab vergessen, wie tanky Nachtara ist, ne? Wow, das habe ich komplett vergessen. Das wird wehtun jetzt. Alle drei dürfen mich einmal angreifen, das ist beschissen. Aquana sieht sich nur aufmerksam zu, das ist gut. Dann einmal die Erdkräfte und das sollte es für Nachtara gewesen sein. Da kommt die Laubklinge. So, aber ich weiß, dass Aquana nicht so tanky ist. Raumschlag. Das war ein Crit. Aber ich glaube nicht, dass der gemattert hat. Egal. Eine Laubklinge tankst du doch noch, Leon, oder? Nein, Leon, nicht! Leon ist tot. Das ist großartig. Denn, Neli, zeig mal, was du kannst. Eisstrahl, let's go! Neli hat ihn gewone-hitted. Tschüss. Eine fantastische Leistung. Hier, du kannst den Schatz haben, von dem ich gesprochen habe. Adamantkristall. Adamantkristall. Wird dieser große funkelnde Kristall auf Dialga angewendet, wird es von Kraft erfüllt und nimmt eine andere Form an. Mein Großvater hatte diesen Schatz lange Zeit in seinem Besitz.
Er hat immer behauptet, dass der Schatz ein wichtiger Gegenstand sei und mit dem ehrwürdigen Sinn, nein, dass er mit Dialga in Verbindung stünde. Du hast das ehrwürdige Dialga gefangen, also bist du dieses Schatzes würdig. Und ganz nebenbei gesagt, ich bin froh, dass du es warst, die vom Himmel gefallen ist. Du hast mir nämlich einen Weg gezeigt, wie ich mit Pokémon und mit der Welt interagieren kann. Cool. So, aber das war's noch nicht. Wir gehen jetzt rüber zur Insel, weil wir haben noch eine Quest auf jeden Fall hier zu tun. Die werden wir auch abschließen. So, aber erstmal Basis-Items. So, und jetzt gebt euch dieses hässliche Stück, Alter. Gott, wer auch immer sich diese Form ausgedacht hat, Alter. So, einmal bitte Leon Knack wiederbeleben. So, und dann gehen wir in die... in den Tunnel rein. Let's go. Auf geht's. Rein in den Kampf. Ich muss leider Eisstrahl einsetzen in der Tempotechnik. Sonst darf Tobutz gleich zweimal angreifen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Oh, nein! Du musst es fangen. Versuch es noch einmal. Oh. Auf geht's. Oh oh. Wir wechseln. Das wird mir für Nili zu riskant. Tobutz ist unglaublich stark. Hoffentlich tötet ihn das nicht. Okay. So, einmal ein Hypertrank. Aber Tobutz, ja, Tobutz ist unglaublich strong, Alter. Hyperball. Und gefangen. Easy. Nice. Du erhältst die Draco-Tafel. Dieser Steintafel wohnt die Energie des... Ja, ja, das kennen wir alles. Kogitas Information zufolge fehlen dir noch 3 Tafeln. Okay, wir haben tatsächlich im Part noch genug Zeit, um noch eine Tafel zu holen. So, jetzt ist die Frage, welcher Tafel wollen wir uns annehmen? Ich glaube, wir machen die Tafel der Feuerspeiinsel. Ich erinnere mich, dass sie extrem schwer war oder einfach...
Müssen wir ja eh hin. Also, was soll's? LOL. Gut, diesmal hat Leon gute Arbeit gemacht. Aber eigentlich gehört Nelly nach oben. So, dann, ja. Dann erstatten wir dir mal Bericht. Damit haben wir Tobuts. Diese drei Sachen wollte ich eigentlich im letzten Part machen, bis dann uns die Ballonjagd in die Quere kam. Palkia ist übrigens voll, endlich. Ach komm! Ins Dorf zurückkehren, dankeschön. Jetzt geht's los, wie gesagt, zur Feuerspeiinsel. Strandbasis. Wir müssen leider zur Feuerspeiinsel fliegen. Gibt leider keinen Schnellreiseport-Dingens dahin, glaube ich. Doch, gibt es. Nice, cool. Gefällt mir. Dann wollen wir mal. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Trainer. Suzuki, kommt Rana etwa nicht? Also, das ist so, sie stattet gerade Akani einen Besuch ab. Deswegen sollen wir den Lavadom-Schrein ohne sie untersuchen. Im Ernst? Wie gemein von ihr. Sie weiß doch genau, dass ich die Hitze nicht gut vertrage. Die Wächterin des Königs der Insel ist voller Güte. So etwas würde sie sicher niemals in böser Absicht tun. Wie dem auch sei, lass uns hineingehen, Trainer. Okay, los geht's. Vorsicht, Trainer! Wir haben Gesellschaft! Ich hatte das dumpfe Gefühl, dass das hier echt Kacke war, Alter. Genau, wir brauchen nämlich diese bekackten Lehmbälle. Aua! Jetzt! Auf geht's. Nassschweif und Hydropumpe sind keine Option. Und wir haben nur den Raumschlag, wenn Leon knackt. Der ist nicht sehr effektiv. Autsch. Das sitzt. Alles andere würde ihn töten. Easy going. Danke. Hat Leon gut gemacht. Ich lass dich einfach krepieren, Leon. Das hast du davon. Da kam der Crit. Jetzt war das doch nicht schlecht. So, dann werfen wir mal den Ball. Überball, let's go. Nice, easy gefangen. So muss das sein. Die Eisentafel. Puh, die Hitze hat ein bisschen nachgelassen. Akani und Heatran spucken beide Feuer und das auf einer Vulkaninsel. Kein Wunder, dass es hier so heiß ist. Hand aufs Herz, Suzuki. Hätte ich überhaupt hierher kommen müssen? Also ich denke schon. Als Oberhaupt des Per-Clans ist es doch deine ehrenwerte Aufgabe, Problemen in der Nähe von Hoheitsstätten nachzugehen, oder nicht? Meinst du? Ich habe eher das Gefühl, dass Rana sich an mir rächen wollte, weil ich ihr aufgetragen hatte, Fukano härter zu trainieren. Aber nein, das ist völlig undenkbar. Wobei sie davon gesprochen hatte, dir zuliebe etwas strenger an den Tag legen zu müssen. Das dachte ich mir schon. Zu Fukano war sie stets so lieb, aber dasselbe gilt wohl nicht für mich. Jedenfalls gute Arbeit, Trainer. Wir machen uns dann schon mal auf den Rückweg. Kogitas Informationen zufolge fehlen dir noch zwei Tafeln. Okay.
Gut, mehr gibt es für uns jetzt erstmal nicht zu tun. Ich guck mal, ob wir noch normale Quests haben, weil wir werden keine Story-Quests mehr jetzt machen. Wir haben zwar noch zwei, aber die bewahre ich mir für einen anderen Mal auf. Nee. Das machen wir jetzt noch, wenn alles klappt. So, dann einmal das hier weg und das hier weg. Auf ins weiße Frostland. Ja. Die Legendaries fliegen uns nur so in den Ball. Gut, Heatran war wirklich richtig easy. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir den so schnell fangen. Ins Dorf zurückkehren. So, und auf ins weiße Frostland. Eisgipfelbasis, würde ich sagen. Aber wie gesagt, dass wir den so einfach fangen, sehr nice. Gefällt mir. So, aber wir haben noch ein paar schwierige Sachen. Haben wir den hier schon? Ich glaube, die Ballonjagd hier haben wir ja schon abgeschlossen, sonst würde sie uns angezeigt werden. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Oh, stimmt. Ayafumi müssen wir jetzt suchen. Ja, genau. Oh, du Spasti, Alter. So, jetzt müssen wir leider erstmal gucken, wo wir überhaupt suchen müssen. Vielleicht in der Perlsiedlung? Das wird uns ja durch Blau angezeigt, eine Person. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Dann gehen wir mal zum Eisgipfelkampffeld. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ich glaube aber auch hier nicht. Und dann zur Schneefeldbasis. Ach nee, das ist er mit seinen Alola-Vulpix-Dingens. So, was haben wir hier? Eisenbrocken, 10 Stück, okay. Müssen wir jetzt ernsthaft das ganze weiße Frostland nach diesem Scheiß hier absuchen? So, na komm. Finde ihn. Habe ich überhaupt die richtige Quest angenommen? Ja. Nee, nee, das ist er nicht. Das ist nur ein normales Item. Hier haben wir noch einen Maschok. Maschok müssen wir sowieso voll kriegen. So, hier haben wir gleich noch einen Maschok. So, bleib bitte einfach drin. Das war so typisch. Gut, wir sind weg. So, bleib drin, komm.
Kannst du schön vergessen. Danke. Sehr schön. So, weiter in die Richtung. Tschüss, Brudi. Aber hier ist er nicht. Ich google jetzt einfach, damit wir uns nicht ewig hier abmühen suchen. Hey, wo willst du hin? Ist das dein scheiß Ernst, Alter? Ich habe dir von Weitem zugesehen, wie du peinlich auf Forscherin machst. Los, Toxiquack, gib ihr eine Kostprobe von deinem Gift. Sie möchte unbedingt auf die Fresse, oder? Also so richtig hart, ey. Jetzt reicht's aber wirklich. Machen wir sie fertig. Damit wir uns diese Scheiße hier nicht mehr antun müssen. Beenden wir diesen Quatsch sofort. Gar keinen Bock auf diese Scheiße, Alter. Wieso verliere ich gegen so einen Einfallspinsel? Das bringt mich echt zum Kochen. Ja. Stirb. Ich habe verloren und das mit Toxiquack an meiner Seite? Verflucht. Verflucht seist du. Das wirst du mir büßen. Vier Nuggets, dankeschön. So, und damit wir nicht ewig suchen müssen, wir müssen tatsächlich hier hin. Och ja, komm, oh, verpiss dich doch, Alter. Dankeschön. So, der soll sich irgendwo südlich vom See der Stärke aufhalten, in irgendeinem Loch. Das Loch müssen wir leider selber suchen, weil aus dem Bild kann ich das nicht rausziehen. Ja, die Raumzeitverzerrung werden wir nicht mehr in den Part kriegen. So, die Frage ist halt jetzt, in welchem Loch? Es gibt hier ja mehrere Löcher. So, nee, das dauert zu lange. Ich suche jetzt erstmal nach den Löchern. So, hier ist nichts. Die sind, glaube ich, irgendwo da ganz hinten. Könnte das hier das Loch sein? Aha. Danke, Brudi. Wirklich, danke. Gefällt mir richtig hart. Da ist er doch.
Oh, du bist es. Bin ich erleichtert, dich zu sehen. Bitte hilf mir zusammen mit Sneebos nach oben. Ah! Ernsthaft jetzt? Scheiß Firn und Tor, Alter. Oh. Das war ein Crit, lol. Der hat und der Blizzard geht daneben. Wir versuchen ihn zu fangen. Warum nicht? So ein Elite-Firn und Tor nimmt man doch gerne mit. Easy. So einfach kann es gehen. Du hast mir richtig aus der Klemme geholfen. Vielen Dank. Aber Mina habe ich immer noch nicht gefunden. Was das betrifft. Wie sieht's aus? Hast du meinen Bruder gefunden? Oh, Mina, ist wohl auf. Was ein Glück. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Aber was sollte das denn? Wieso bist du einfach allein ins weiße Frostland losgezogen? Oh, also eigentlich... Ich hatte mich auf die Suche nach seltenen Items gemacht. Ich dachte, dass ich damit meinem Vorbild bei der Forschung helfen kann. Ach, Brüderchen, jetzt schau doch nicht so. Dir habe ich natürlich auch einen mitgebracht. Das war mal wieder eine vorbildliche Leistung. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ab jetzt werde ich mich bei allen Dingen, die ich anpacke, doppelt ins Zeug legen, um mich eines Tages bei dir erkenntlich zeigen zu können. Lass uns nach Hause gehen, Bruder. Ich bin jetzt stark genug, um dich auf dem Rückweg zu beschützen. Das ist ja lieb gemeint, Mina, aber das Dorf liegt nicht in dieser Richtung. Ups, hehe. Es wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen, bis Mina wirklich auf eigenen Füßen stehen kann. Ein bisschen viel Zeit. Geschafft. Haben wir wenigstens noch eine Quest hier reingebracht. Und ein Fernon-Tor gefangen. Wir werden jetzt noch ins Dorf zurückkehren, da werde ich dann den Part beenden. Zwei Marshocks und ein Fernon-Tor-Elite-Pokémon. Cool. Okay. Ja, schön. Ins Dorf zurückkehren. Perfekt. Leute, ich werde den Part aber beenden. Im nächsten Part werden wir wieder ein paar Story-Quests angehen und ja, dann noch ein paar andere Quests, wenn wir noch welche haben, die wir noch schnell erledigen können. Puh, ich bedanke mich an der Stelle trotzdem fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!